Kapitel 3 Am Berg des Antonius. Als Hilarion 63 Jahre alt war, wurde es ihm wehmütig ums Herz. Er betrachtete seine Einsiedelei und bemerkte, was aus dieser geworden war. Er sah sein Lebenswerk, eine große Niederlassung mit einer Menge von Brüdern, die mit ihm zusammenwohnten. Auch dachte er an die große Zahl derer, die mit verschiedenartigen Gebrechen und von Dämonen besessen zu ihm gebracht worden waren. Viele, die von ihrer Krankheit geheilt und von bösen Geistern befreit wurden, blieben bei ihm. Nun war die ganze Einöde voll mit jeder Art von Menschen. Mit großer Sehnsucht gedachte Hilarion täglich seiner alten Lebensweise. Dabei konnte er nicht an sich halten und musste weinen. Das sahen die Brüder. Sie fragten ihn, was ihm fehle und warum er betrübt sei. Worauf er antwortete: Ich bin wiederum zur Welt zurückgekehrt und habe meinen Lohn bereits zu meinen Lebenszeiten empfangen. Seht, die Menschen in Palästina und die benachbarten Provinzen messen mir eine gewisse Bedeutung zu. Und unter dem Vorwand, das Kloster und die Brüder zu unterhalten, besitze ich unnützen Hausrat. Seht ihr nicht, dass edle und weise Männer, fromme Priester, heilige Bischöfe mich elenden Menschen besuchen? Wo ist meine Einsamkeit geblieben? Seht ihr nicht, wie die Einöde zur Welt geworden und mit Menschen angefüllt ist, die mit tausend Anliegen zu mir kommen, als ob ich ihnen helfen könnte, da doch jeder andere ein besseres Werkzeug Gottes ist als ich? Wo ist mein Leben im Verzicht geblieben? Seht ihr denn nicht, in welcher Gefahr ich schwebe, meine Seele zu verweltlichen und in der Ewigkeit den Lohn der Entsagung zu verlieren, den der Herr uns hundertfältig verheißen hat? Nachdem Hilarion so zu den Brüdern gesprochen hatte, bemühten sich diese vortrefflich um ihn. Insbesondere Hesychius, der Hilarion überaus verehrte, umsorgte diesen außerordentlich liebevoll. Damit er ihnen allerdings nicht eines Tages spurlos in die Wüste entfloh, überwachten sie seine Schritte. In seiner Seelennot stellte sich Hilarion erneut vermehrt gegen sein Fleisch. Er ging so weit, wie er konnte, und entzog seinem schwachen, abgezehrten Körper zusätzlich zu all den anderen Entbehrungen auch noch den Genuss des Brotes. Indes beschäftigte er sich intensiver mit dem Wort Gottes, der Nahrung des Geistes, seines Geistes, und legte den Brüdern die Bibel immer feuriger und tiefsinniger aus. Nachdem Hilarion ungefähr 2 Jahre lang in seinem Kummer verweilt hatte, bekam er eines Tages Besuch. Aristenete, die Frau vom Präfekten, deren Kinder er viele Jahre zuvor vom Fieber geheilt hatte und über die bereits berichtet wurde, suchte ihn erneut auf. Ihre Kinder waren nun erwachsen, so dass sie ein von der Welt zurückgezogenes Leben führen konnte. Aristenete war ganz darauf bedacht, ihre Seele zu heiligen, um im Frieden vor den ewigen Richter treten zu können. Als sie bei Hilarion ankam, zeigte sich in ihrem Auftreten kein Hinweis auf ihre hohe soziale Stellung. Dem Mann Gottes gefiel, dass sie ihren Stand in keiner Weise zur Schau trug. So fragte er sie nach ihrem Begehren. Sie teilte ihm mit: Ich möchte gerne eine kurze Zeit hier verweilen, ehe ich dann zu Antonius reise. Mit Tränen in die Augen erwiderte Hilarion: Auch ich ginge gerne mit, um bei Antonius zu sein, wäre ich nicht im Kerker dieses Klosters eingeschlossen und hätte die Reise noch einen Zweck. Antonius ist heimgegangen, er hat uns verlassen. Heute ist schon der zweite Tag,
dass die Welt eines solchen Vaters beraubt ist. Warte noch mit deiner Reise, die Nachricht über seinen Tod wird bald eintreffen. Aristenete glaubte Hilarion und unterbrach ihre Pilgerreise. Schon nach wenigen Tagen kam ein Bote mit der Nachricht vom Heimgang des Antonius. Somit bestätigte sich, was Hilarion zuvor mitgeteilt hatte. Scharen von Menschen suchten bei Hilarion Hilfe und viele kamen, um die geistliche Kraft zu erleben, mit der er Jesus Christus verherrlichte. Ein Großteil ließ sich von ihm Brot und Öl segnen. Doch am meisten beeindruckte die Besucher Hilarions außerordentliche Enthaltsamkeit, Gelehrtheit und Demut. Der ganze Rummel um ihn berührte Hilarion überhaupt nicht. Er verachtete Ruhm und Ehre. Es war ihm gleichgültig, ob sich nun Bischöfe, Priester, ganze Gruppen von Klerikern und Mönchen, dazu noch christliche Matronen, die gefährliche Gelegenheiten zur Sünde boten oder Männer aus vornehmer gesellschaftlicher Stellung um ihn bemühten. Hilarion war weder menschengefällig, noch litt er unter einem Defizit an Aufmerksamkeit. Er fürchtete Gott und suchte dessen Beachtung, nicht die von Menschen. Er wusste sich von Gott geliebt. Deshalb sann er auf Einsamkeit, und zwar in einem derartigen Maß, dass er sich zur Abreise entschloss. Der Tag kam, an dem Hilarion den Entschluss wahrmachte, seine Wohnstätte verließ und seinem Lebenswerk den Rücken kehrte. Allerdings fehlte ihm durch das übermäßige Fasten die Kraft, unbemerkt zu entschwinden. Für solch einen Marsch war sein Körper zu ausgezehrt. Er musste die Reise auf einem Esel antreten. Nachdem in Palästina bekannt wurde, Hilarion wolle sein Kloster verlassen, hatte es den Anschein, als herrsche aufgrund irgendeines furchtbaren Unglücks landesweite Trauer. Mehr als 10.000 Menschen kamen zu ihm und wollten ihn von seinem Vorhaben abhalten. Er aber tat so, als würde er ihre Bitten nicht hören. Während er mit dem Stab den Staub des Bodens aufwirbelte, sprach er: Gott lügt nicht. Er zeigte mir die Verwüstung der Kirche, die Entheiligung der Altäre Christi und dass das Blut meiner Kinder vergossen wird. Ich will das Entsetzliche nicht miterleben und sehen. Lasst mich fort. Zwar wurde erkannt, dass Hilarion von etwas Zukünftigem sprach und ihm ein Geheimnis geoffenbart worden war, von dem er nichts weiter erzählen wollte, dennoch ließen sie ihn nicht ziehen. Viele Menschen, die gekommen waren, um den Mönchsvater zum Bleiben zu überreden, bewachten ihn nun Tag und Nacht, damit er nicht heimlich abreise. Verständlicherweise bäumte sich Hilarion dagegen auf. So entstand zwischen ihm und diesen Menschen ein kleiner Machtkampf. Hilarion erklärte, er werde sich so lange jeder Nahrung enthalten, bis sie ihn ziehen ließen. Nachdem er 7 Tage lang jegliche Speise und jedem Trank entbehrt hatte, gaben die ihn liebenden Menschen ihn endlich frei. Flugs begann Hilarion die Reise vorzubereiten. Er suchte sich 40 seiner Mönche aus, die genug Kraft hatten, um während der Reise nüchtern zu marschieren und dabei noch den Nahrungsvorrat tragen konnten. Wie alle anderen durften auch sie erst bei Sonnenuntergang Nahrung zu sich nehmen. Dann segnete er das Volk, verabschiedete sich und zog mit seinen Begleitern in die ägyptische Wüste zum Kolzim, jenem Berg, an dem Antonius verweilt hatte. Am Anfang seiner Pilgertour begleitete ihn noch ein langer Zug von Menschen. Doch nach und nach kehrten diese um und gingen nach Hause. Einige Zeit später kam es tatsächlich so, wie Hilarion es vorausgesagt hatte. Seine Klosteranlagen wurden unter der Herrschaft Kaiser Julians von den Einwohnern Gazas zerstört.
eifersüchtige arianische Quertreiber, hatten einen starken Einfluss auf den Kaiser, so dass in weiten Teilen des Römischen Reiches rechtgläubige Christen verfolgt wurden. Die Arianer waren Feinde des wahren Glaubens. Ihre Vorstellung konnte nicht erfassen, dass Gott Mensch wurde. Sie wollten nicht anerkennen, dass Jesus Christus der von Ewigkeit her gezeugte Gottes Sohn ist. Dennoch erwiesen sie Jesus eine gewisse Anbetung. Für sie war er das erste und mächtigste geschaffene Wesen, welches dann menschliche Gestalt annahm, aber halt nur ein Geschöpf. Der Apostel Paulus warnte davor, etwas Geschaffenes anzubeten. An die Römer schrieb er: Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Gottesdienst dargebracht, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Wäre Jesus ein Geschöpf und sei es auch das Erste, dürfte er nicht angebetet werden. Die Anbetung Jesu wäre nach dem Wort des Paulus dann nichts anderes als Götzendienst. Nun aber ist Jesus Gott, der Mensch wurde, und deshalb aller Anbetung würdig. Die erste Station der Reise Hilarions war die Stadt Bethylium, gelegen auf einem künstlichen, das ganze Gebiet beherrschenden Hügel. Dort angekommen, sprach er zu den Menschen über die Erlösung durch Jesus Christus. Viele Zuhörer glaubten seinem Wort, nahmen die angebotene Erlösung an, wurden zu Christen und bekehrten sich von den Götzen und dem Dienst an ihnen ab. Nach dieser erfolgreichen Evangelisation zogen sie weiter und gelangten zur zweiten Station ihrer Wanderschaft, wo sie Rast machten. Das war bei den Brüdern in Lychnos, die sich in der benachbarten Wüste niedergelassen hatten. Nach 3 Tagen setzten sie die Reise wieder fort. Hilarions nächster Halt war das Kastell Theobatum. Dort besuchte er Dracontius. Dieser war ein in der Verbannung lebender Bischof und wahrer Bekenner Christi. Athanasius, Bischof und Patriarch von Alexandrien, hatte ihn, als er noch Mönch war, zum Bischof von Hermopolis erhoben. Unter Kaiser Konstantinus wurde dieser mit 15 anderen ägyptischen Bischöfen, die sich nicht mit den Arianern und deren Lehre identifizieren wollten, verbannt. Der Besuch Hilarions schenkte Dracontius großen Trost. Danach zogen sie weiter und erreichten unter großer Anstrengung nach 3 Tagen das altrömische Kastell Babylon. Dort besuchte Hilarion den Bischof Philo, der ebenfalls ein echter Bekenner Christi war und aufgrund der arianischen Irrlehre von Kaiser Konstantinus verbannt worden war. Vom Kastell Babylon aus erreichte Hilarion innerhalb von 3 Tagen die Stadt Aphroditon. Hier traf er den Diakon Baisanes, der auf schnell laufenden Dromedaren Reisende durch die weg- und wasserlose Wüste zu Antonius gebracht hatte. In Aphroditon teilte Hilarion den Brüdern mit, der Jahrestag des Todes des großen Antonius stünde bevor. Unbedingt wolle er an diesem Tag dort sein, wo Antonius gelebt hatte. Er wünschte, die Nacht an dem Ort wachend zu verbringen, wo dieser verstarb, um sich an seinen großen Lehrer zu erinnern. Um keine Zeit zu verlieren, machten er und seine Brüder sich unverzüglich auf, um pünktlich zum Antoniusberg zu gelangen. Die Reise dorthin dauerte wiederum 3 Tage. Dabei mussten sie durch eine furchtbare Wüste ziehen, bis sie endlich zu dem hohen Berg Kolzim kamen, an dem Antonius gewohnt hatte. Nachdem sie rechtzeitig am Berg eingetroffen waren,
kamen ihnen zwei Mönche, Isaac und Pelusianus, entgegen. Diese wohnten in der Nähe der nun verlassenen Höhle des Antonius. Isaac hatte als dessen Dolmetscher gearbeitet. Und beide waren Glaubensbrüder des großen Asketen gewesen und Zeugen seiner letzten Lebensjahre und seines Heimgangs. Der Kolzim war hoch und felsig. In der Breite maß er ungefähr 1000 Schritte. Am Fuß des Berges sprudelten Wasserquellen hervor, von denen einige im Sande versiegten, andere aber ins Tal hinabflossen und zusammen einen Bach bildeten. Der Ort wurde durch zahlreiche Palmen, die an beiden Ufern standen, zu einem paradiesischen Garten, die Schöpfung des Antonius. Hilarion ließ sich von den beiden Mönchen auf dem Gelände herumführen und alles zeigen, was mit dem Verstorbenen zu tun hatte. Hier, sagten sie, pflegte er die Psalmen zu rezitieren, dort zu beten, da drüben zu arbeiten und an jenem Ort auszuruhen. Diesen Weinstock und jenes Bäumchen pflanzte er selbst, und dieses Gartenbeet hatte er mit eigener Hand angelegt. Zur Bewässerung des Gartens stellte er mit großer Mühe diesen Teich her, und zum Umgraben der Erde benutzte er etliche Jahre diesen Spaten. Die Räumlichkeit, in der Antonius zu nächtigen pflegte, war nicht größer als nötig, um sich während des Schlafes ausstrecken zu können. Hilarion nutzte die Gelegenheit, legte sich auf das Lager seines Vorbildes und küsste das Bett. Die noch vorhandene Salbung, die Atmosphäre, welche Antonius' Gebete hervorgebracht hatten, war ihm überaus wertvoll. Während er sich in dessen Schlafgemach aufhielt, zog er den vorhandenen geistlichen Wohlgeruch tief in sich ein. Auf dem Gipfel des Berges besuchte er zwei ähnliche Zimmer, zu denen ein schneckenförmig gewundener, ungemein steiler Aufstieg führte. Hatte sich Antonius von den häufigen Besuchern oder dem Zusammensein mit seinen Jüngern zurückziehen wollen, war er dorthin aufgestiegen. Die Räume waren aus dem Felsen des Berges ausgehauen und besaßen verborgene Eingänge. Als sie zum Gärtchen gekommen waren, sprach Isaac zu Hilarion und den anwesenden Brüdern: Schaut euch diesen Obstgarten an. Er ist mit jungen Bäumen und Gemüse bepflanzt. Es mag wohl 3 Jahre her sein, da verwüsteten ihn eine Herde Wildesel. Als Antonius dies sah, befahl er einem der Leittiere, stehen zu bleiben, stieß mit dem Stab in die Seite des Tieres und sagte: Warum verzehrt ihr, was ihr nicht gesät habt? Seitdem wurde von diesen Eseln niemals wieder im Garten etwas angerührt, weder ein Bäumchen noch das Gemüse. Sie kommen nur noch regelmäßig zum Wasser, um ihren Durst zu löschen. Am Ende der Führung bat Hilarion, man möge ihm den Grabhügel des Antonius zeigen. Pelusianus und Isaac führten ihn daraufhin von den anderen fort. Ob sie ihm das Grab gezeigt haben oder nicht, ist nicht bekannt. Antonius hatte seinen beiden Jüngern das Versprechen abverlangt, das Grab niemandem zu zeigen. Es sollte verborgen bleiben, damit nicht Pergamius, ein sehr reicher Mann aus der dortigen Gegend, oder irgendein anderer seinen Leichnam heimlich mitnehme, um ihm zu Ehren eine Kirche bauen zu lassen. Sobald Hilarion nach Aphroditon zurückgekehrt war, entließ er seine Brüder. Nur zwei behielt er bei sich, mit denen baute er sich in der benachbarten Wüste eine Unterkunft. Von neuem übte er sich in der Enthaltsamkeit und im Stillschweigen. Bei seiner vollkommenen Hingabe empfand er, erst jetzt angefangen zu haben, Christus zu dienen. 3 Jahre fiel in dieser Gegend kein Regen.
Die Sonne hatte den Boden total ausgedörrt. Der Himmel war verschlossen. Die Menschen meinten, alle Elemente trauerten um Antonius. Den Bewohnern blieb allerdings nicht verborgen, dass an Antonius Stelle nun ein anderer in ihrer Region lebte, auf dem der Geist Gottes ruhte. Sie glaubten, auch er sei ein Freund des Höchsten und deshalb könne sein Gebet jede Bedrängnis und Not beheben. So kamen sie, entkräftete Männer, abgemagerte Frauen und dahin sterbende Kinder, vom Hunger gezeichnet, und erbaten Regen von Hilarion, dem Nachfolger des Antonius. Dieser Anblick schmerzte Hilarion sehr. Er schaute zum Himmel auf, streckte die Hände zum Gebet empor und bat Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, im Namen Jesu Christi um Regen. Seine Bitte wurde sofort erhört und ein Wolkenbruch setzte ein. Nachdem der Sandboden den Regen durstig aufgenommen hatte, war er nach einer gewissen Zeit vom Wasser gesättigt. Durch die Feuchtigkeit begünstigt, wimmelte es ganz unvermutet von Schlangen und anderen wilden Tieren, welche aus ihren Schlupflöchern gekrochen kamen. Viele Menschen wurden von diesen gebissen und etliche von ihnen wären bald gestorben, hätten sie nicht Hilarions Hilfe gesucht. Der Mann Gottes stand für sie ein, indem er sein geweihtes Öl nahm, ihre Wunden damit salbte und betete. Dies nahm dem Gift seine Wirkung. So konnten sie sich nun auch an der Bewässerung des Bodens erfreuen und wiederum Getreide anbauen. Eine reiche Ernte war ihnen gewiss. Nach diesen Ereignissen wurde Hilarion auch in diesem Gebiet von der Bevölkerung mit Ehre überhäuft und fast schon angebetet. Deshalb verließ er ebenso diesen Ort und ging nach Alexandrien. Ausgehend von dieser Stadt wollte er sich in die westlich gelegene Wüste begeben, um sich den Wunsch nach Abgeschiedenheit zu erfüllen. Seit er Asket geworden war, hatte Hilarion keine großen Städte besucht, was er auch jetzt vermied. Daher übernachtete er in dem Ort Bruchium, welcher nicht weit von Alexandria entfernt lag. Dort wurde er von einigen ihm bekannten Brüdern mit großer Freude aufgenommen. Doch die Freude der Brüder über die Ankunft Hilarions in ihrem Kloster nahm ein vorzeitiges Ende. Kaum war er eingetroffen, die Nacht hatte noch nicht begonnen, bemerkten sie, wie Hilarions Jünger die Esel wieder sattelten. Eilig kamen sie herbeigelaufen und sahen, wie der Mann Gottes zur Abreise bereit stand. Innigst baten sie ihn zu bleiben. Sie legten sich sogar vor den Ausgang und deuteten ihm an, eher sterben zu wollen, als solch einen lieben Gast wie ihn zu entbehren und vor der Zeit gehen zu lassen. Doch seine Antwort lautete: Meine Abreise geschieht nicht grundlos. Ich beeile mich, fortzugehen, damit ihr nicht zu Schaden kommt. Später werdet ihr herausfinden, warum ich mich so plötzlich auf den Weg gemacht habe. Andern Tags tauchten Bürger mit den Liktoren des Präfekten von Gaza bei den Mönchen im Bruchium auf, um Hilarion festzunehmen und zu töten. Tags zuvor hatten sie erfahren, der Wundertäter würde bei den Glaubensbrüdern im Kloster nächtigen. Als sie ihn aber nirgendwo fanden, sprachen sie zueinander: Er ist ein Zauberer und sieht die Zukunft voraus. Es bestätigt sich, was wir über ihn gehört haben. Die Häscher waren von Gaza ausgesandt worden, um den Mann Gottes gefangen zu setzen. Die Regierenden Gazas, die mit den Arianern und den heidnisch Gesinnten gemeinsame Sache machten, zerstörten nach Hilarions Abreise aus Palästina sein Kloster und misshandelten und verjagten die dort lebenden Brüder. Zusätzlich ersuchten sie bei Julian, nachdem dieser Kaiser geworden war, Hilarion und seinen Jünger Hesychius töten zu dürfen. Dieser nahm deren Gesuch an
und veranlasste durch ein Rundschreiben auf der ganzen Erde nach den beiden zu forschen. Nachdem Hilarion Bruchium verlassen hatte, zog er mit seinen Jüngern durch eine unwegsame Einöde. Sein Weg ging nach Westen. Er benötigte etliche Tage, um in der libyschen Wüste zu einer Oase zu gelangen, die Jupiter Ammon genannt wurde. Dort verbrachte er ungefähr ein Jahr. Doch auch hier wurde allseits bekannt, wo Hilarion sich aufhielt. Deswegen wollte er an diesem Ort nicht länger verweilen. Es schien, als könnte er sich im Orient nicht mehr verbergen, da viele ihn von Angesicht kennengelernt oder durch Hörensagen von ihm vernommen hatten. Alle wollten seinen Segen, entweder um von Dämonen befreit oder von Krankheiten geheilt zu werden. Hilarion verweigerte sich niemandem. Jedoch blieb sein sehnlichster Wunsch, in der Einsamkeit, in der Gemeinschaft mit Christus zu leben. So fragte er sich, wo kann ich hingehen, ohne entdeckt zu werden? Allmählich reifte ein Gedanke in ihm heran, der für ihn zum Ausweg werden sollte. Zum Schutz vor Besuchern wollte er das Festland verlassen und vom Meer umgeben, verborgen auf einer Insel wohnen. Während Hilarion noch diese Gedanken bewegte, kam Hadrian zu ihm, einer seiner Schüler aus Palästina. Dieser teilte ihm mit, der römische Regent Julian sei im Kampf gegen die Perser getötet worden. Nun hätte Jovian, ein christlicher Kaiser, die Herrschaft angetreten und die Verfolgung der Christen sei vorüber. Da sich die politische Situation geändert habe, bat Hadrian Hilarion inständig, zu den Ruinen seines Klosters in der Nähe Gazas zurückzukehren. Das lehnte Hilarion jedoch entschieden ab. Anstatt Hadrians Bitte zu entsprechen, mietete er für seine geplante Reise Kamele. Mit seinen Jüngern wollte er Richtung Westen durch die weite Wüste nach Paraetonium, einer libyschen Seestadt. Um seinen geistlichen Vater doch noch von dessen Vorhaben, auf einer Insel zu leben, abzubringen, reiste auch Hadrian mit zur Hafenstadt. Im Paraetonium bereitete Hadrian, der über die Entscheidung des Mentors sehr unglücklich war, Hilarion allerhand Schwierigkeiten. Er wollte unbedingt, dass jener nach Palästina zurückkehrte. Sehnsüchtig erinnerte sich Hadrian an die alten Zeiten. Er vermisste den Ruhm, den er früher um des Meisters willen geerntet hatte. Aus Ärger über Hilarions eigenwillige, in Anführungsstrichen, Reisepläne, packte Hadrian schließlich all die Geschenke, die ihm die Brüder für ihren Meister mitgegeben hatten, zusammen und reiste damit ohne das Wissen seines Lehrers ab. Das wurde ihm zum Verhängnis. Kurz nachdem er Hilarion verlassen hatte, erkrankte er an Aussatz und starb. So wurde Hadrian zum abschreckenden Beispiel für all jene, die den Willen ihres geistlichen Leiters verachten und ihn nach ihren eigenen Wünschen lenken wollen. Er wurde eine Warnung für diejenigen, die um ihres eigenen Vorteils willen meinen, es besser zu wissen als ihr Meister und diesem deshalb sagen, was er zu tun und was er zu lassen hat. Kapitel 4: Erneuter Aufbruch in die Einsamkeit. Hilarion setzte durch, was er in seinem Herzen trug. So bestieg er mit Sasanus, einem mit ihm ziehenden Glaubensbruder, aus Gaza ein Schiff nach Sizilien. Die Schiffpassage wollte er dem Kapitän mit einer Evangelienabschrift bezahlen, welche er in seinen Jugendjahren selbst erstellt hatte. Als sie sich mitten auf dem Adriatischen Meer befanden, wurde der Sohn des Kapitäns plötzlich von einem Teufel gequält.
Laut rief ein Dämon aus ihm heraus: Hilarion, Diener Gottes, warum können wir deinetwegen noch nicht einmal auf dem Meer sicher sein und vor dir Ruhe haben? Gib mir Zeit, ans Land zu gehen. Ich möchte nicht hier jählings in die Tiefe stürzen. Worauf ihm Hilarion weise antwortete: Wenn mein Gott dir gestattet, auf dem Schiff zu bleiben, so bleibe. Wirft er dich aber hinaus, warum entflammst du dann gegen mich, der ich doch nur ein sündhafter Vagabund bin, und machst mir Unannehmlichkeiten? Hilarion redete so, damit er nicht erkannt werde. Er wollte vermeiden, dass die Kaufleute und Matrosen nach der Landung der Menschen von seiner wahren Identität erzählten. Doch konnte er den Jungen nicht lange unter dem Dämon leiden sehen. Er setzte ihn im Namen Jesu frei. So wurden alle an Bord gewahr, wer Hilarion war. Er konnte seinen Namen nicht länger verbergen. Die Mitreisenden aber und auch der Vater des Jungen versprachen ihm niemanden auf der Insel zu sagen, wer er sei. Hilarion und sein Begleiter Sasanus gingen in Sizilien am südöstlichen Vorgebirge des Pachunum, heute Kap Passero, an Land. Wie abgemacht, übergab er dem Kapitän als Fahrgeld das Evangelium. Dieser wollte es nicht annehmen. Er sah, die beiden besaßen nichts Eigenes außer dieser Schrift und der von ihnen getragenen Kleidung. Als Hilarion sich weigerte, die Schrift zu behalten, beschwor ihn der Kapitän, das Evangelium wieder entgegenzunehmen. Der Gedanke, nichts Irdisches mehr zu besitzen, erfüllte Hilarion mit purer Begeisterung. In der Hoffnung, von den Bewohnern der dortigen Gegend für einen Bettler gehalten zu werden, ging er in heller Freude von Bord. Hilarion zog sich mit seinem Jünger etwa 32 Kilometer vom Meer entfernt ins Landesinnere zurück. Er wollte vermeiden, von Kaufleuten aus dem Orient entdeckt zu werden. Hilarion bemühte sich vorsorglich, das Geheimnis um seine Person zu bewahren, um nicht aufgrund von Verehrung durch andere Menschen hochmütig zu werden. An einem geeigneten Platz bauten Sasanus und er ein kleines Anwesen. Zum Überleben suchten sie täglich Holz. Das band Hilarion seinem Schüler auf den Rücken, damit er es in ein benachbartes Dorf trüge und dort gegen ein Stück Brot eintauschte. So bekamen sie entsprechend ihres Lebensstils genug Nahrung. Es reichte immer für sie selbst und etwaige Gäste. Doch was geschehen musste, geschah. Hilarion blieb nicht unerkannt. Jesus sagt: Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Hilarions Licht war zu sehen, denn er liebte Jesus. Es gelang ihm nicht, sein Licht dauerhaft unter den Scheffel zu verbergen. Eines Tages wurde ein Skutaria ist ein Angehöriger der kaiserlichen Leibgarde, in der Petrusbasilika in Rom von einem Teufel gequält. Der böse Geist rief durch ihn aus: Vor nicht vielen Tagen hat Hilarion, der Diener Christi, den Boden Siziliens betreten. Niemanden ist dort bekannt, wer er ist. Er wähnt sich in Verborgenheit, aber ich will hingehen und ihn verraten. Der Dämon wusste genau, wo sich Hilarion aufhielt. Gelenkt vom Teufel machte sich der Skutaria mit seinen Dienern unverzüglich zum Hafen auf und bestieg das Schiff nach Pachinum. Dort angekommen, begab er sich durch die weitere Führung des bösen Geistes sofort zu der Behausung Hilarions. Von der Macht des Mannes Gottes überwältigt, fiel der Skutaria zu Boden. Sofort fuhr der böse Geist aus seinem Wirt aus und der Skutaria war frei.
In seiner Wut über den Heiligen wollte der Teufel ihm unbedingt wehtun. Ohne recht zu begreifen, was er tat, schadete er sich dabei, aber nur selbst. Er musste nicht nur den Skutaria verlassen, sondern machte auch den Weg dafür frei, dass viele Menschen durch Hilarion geholfen werden konnte. Der Teufel hatte sich in seiner Schlauheit selbst überlistet. Ohne es zu wollen, half er dabei, dass seine bösen Machenschaften durch Hilarion im Namen Jesu zerstört wurden. Die Befreiung des Skutarias war Hilarions erste Machttat in Sizilien. Wie nicht anders zu erwarten, kam bald eine unzählige Menge von kranken und gottesfürchtigen Menschen zu ihm. Unter ihnen befand sich auch ein angesehener Mann, der an Wassersucht litt. Noch am Tage seiner Ankunft gesundete er davon. Der Geheilte war derart froh, dass er später mit vielen Geschenken für Hilarion wiederkam. Der weigerte sich jedoch, diese anzunehmen. Stattdessen teilte er ihm Jesu Wort mit, welches dieser seinen Jüngern nach deren Beauftragung, die Kranken gesund zu machen, Tote aufzuerwecken, Aussätzige zu reinigen und böse Geister auszutreiben, gesagt hatte: Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Dieses Wort teilte er ihm mit. Als Hilarion auf Sizilien weilte, begab sich Hesychius auf die Suche nach seinem geistlichen Vater. Er hatte schon überall auf dem Festland, an den Meeresküsten und in den Wüsten nach ihm fragen lassen. Aber niemand konnte ihm Auskunft geben. So blieb sein geliebter Mentor verschwunden. Doch er war sich ganz sicher, ihn zu finden. Sein Aufenthaltsort würde nicht geheim gehalten werden können. Aus Erfahrung wusste er, Gott würde ihn, wo immer er sich auch aufhielte, aus der Verborgenheit herausholen und ihn in die Pflicht des Dienstes an den Menschen nehmen. 3 Jahre vergingen, ohne dass Hesychius etwas von Hilarion hörte. Dann begegnete er in Metona einem Juden, der mit Trödlerware behandelte. Der erzählte ihm, in Sizilien sei ein christlicher Prophet aufgetreten, den Wunder und Zeichen wie einen Heiligen aus früheren Zeiten begleiten würden. Auf die Fragen, wie er aussehe, welchen Gang er habe, welche Sprache er spreche und besonders wie alt er sei, erhielt Hesychius keine Auskunft. Der jüdische Mann beteuerte ihm, nur durch ein Gerücht von diesem Wundertäter gehört zu haben. Sogleich machte sich Hesychius zum nächsten Hafen auf. Dort nahm er eine Schiffspassage in das Adriatische Meer, um nach Sizilien zu fahren. Gut aufgelegt kam er in Pachinum an. Ohne Umschweife machte er sich auf die Suche nach Hilarion. In einer Meeresbucht fand er nahe am Ufer gelegen ein kleines Landgut. Dort fragte er nach seinem Lehrmeister. Wie aus einem Munde sagten ihm die Anwesenden, wo dieser sich aufhielte und wie er dort lebte. Dabei sprachen sie ihre große Bewunderung über den Gesuchten aus. Es waren nicht unbedingt die Zeichen und Wunder, welche bei den Sizilianern Erstaunen hervorriefen, sondern vielmehr die Tatsache, dass Hilarion von niemanden auch nur ein Stück Brot angenommen hatte. Umgehend eilte der gute Hesychius zu seinem Meister, fiel ihm zu Füßen und benetzte diese mit seinen Tränen. Hilarion zog ihn hoch und hieß ihn herzlich willkommen. Sie hatten sich viel zu sagen. Nach 2 oder 3 Tagen, nachdem sie ihre Gedanken und Erlebnisse ausgetauscht hatten, teilte Hilarion seinem Schüler mit, es sei ihm nicht mehr möglich, weiterhin auf Sizilien zu bleiben. Er beabsichtige, zu barbarischen Völkern zu ziehen, wo weder sein Ruf bekannt sein sei, noch sein Name berühmt werden könne. Der Schrecken Dalmatiens. Weil Hilarion wünschte, von Sizilien fortzukommen, führte Hesychius
seinen Glaubensvater nach Epidaurus, dem heutigen Ragusa, einer Stadt in Dalmatien. Daselbst nahm er Unterkunft in einem Landgut in der Nähe der Stadt. Doch schon nach wenigen Tagen ereignete sich etwas, das Hilarion auch in Dalmatien außerordentlich bekannt machte und nicht im Verborgenen leben ließ. Eine außergewöhnlich große Schlange richtete dort, wo sich Hilarion mit seinen Schülern Sasanus und Hesychius gerade niedergelassen hatte, gewaltigen Schaden an. Die Boa verschlang Ochsen und übte eine Macht aus, der nicht nur Groß- und Kleinvieh zum Opfer fielen, sondern auch Bauern und Hirten. Sie zog diese einfach in ihren Bann und verschlang sie. Hilarion konnte nicht anders, er musste helfen. Also machte er sich auf, dieser Schlange zu begegnen. Jene, die mit ihm waren, bat er, einen Scheiterhaufen zu errichten, dann sandte er ein Gebet zu Christus empor. Nun rief er der Schlange gebietend zu, aus ihrem Versteck zu kommen. Die Boa gehorchte. Ohne lange auf sich warten zu lassen, kroch sie aus ihrem Schlupfwinkel, möglicherweise um Hilarion zu verschlingen. Doch konnte sie ihm nichts anhaben. Seine Worte waren von der Macht Gottes durchdrungen, und die Schlange konnte ihnen nicht widerstehen. Er befahl ihr, den Holzhaufen hinaufzukriechen, was sie tatsächlich tat. Als sie sich auf dem für sie hergerichteten Scheiterhaufen befand, legte Hilarion Feuer. So wie das schreckliche Untier Menschen gebannt und verschlungen hatte, war jetzt sie durch das Wort Hilarions auf dem brennenden Holz gebannt und wurde vor den Augen des staunenden Volkes vom Feuer verzehrt. Nach diesem Ereignis sann Hilarion erneut auf Flucht. Er überlegte, was er tun und wo er nun hingehen solle. Als er einsame Gegenden in seinem Geist an sich vorüberziehen ließ, wurde er ganz traurig. Ihm wurde bewusst, wo er sich auch niederließe, er würde bekannt werden. Selbst wenn die Zungen schwiegen, so würden ihn die Wunder doch verraten. Noch während der Zeit, als sich der im Alter vorangeschrittene Hilarion in Dalmatien aufhielt, wurden große Teile der Erde von einem Erdbeben erschüttert. Dabei spaltete sich hier und da der Boden und Felsen brachen von den Bergen und stürzten ins Tal. Das Beben war derart stark, dass sogar die Wasser der Meere über die Ufer brachen. Die Schiffe wurden an die Felsenriffe geschlagen und gerieten in äußerste Seenot. Es war, als drohte Gott mit einer neuen Sintflut und würde alles vernichten wollen. Als das Erdbeben begann, entdeckten die Einwohner von Epidaurus am Meereshorizont schäumende Fluten und eine riesige Welle, die wie ein hoher Berg auf sie zugerast kam. Angstvoll sahen sie bereits, wie diese Woge über das Ufer hinwegschlug und ihre Stadt bis auf den Grund zerstörte. In ihrer Not wandten sie sich schnell an den Mann Gottes, der sich gerade in der Nähe befand. Ohne seine Antwort abzuwarten, packten sie ihn, schleppten ihn zum Ufer, und als ob sie nun ihre Gegenwehr platzieren müssten, stellten sie ihn dort wieder auf die Beine. Hilarion, der nun auch den Tsunami auf sich und die Stadt zukommen sah, zeichnete drei Kreuze in den Sand und streckte seine Hände gegen das Wasser aus. Er besaß den Glauben, der Berge versetzt. Die Höhe der Flutwelle, die sich gegen ihn aufbäumte, stoppte und konnte nicht über das Ufer treten. Das wundersame Geschehen war kaum zu beschreiben. Sie tobte lange vor Wut, als wolle sie ihre Empörung über das Hindernis Ausdruck, als wolle sie ihrer Empörung über das Hindernis Ausdruck verleihen. Doch dann
fiel die schäumende, sich wie Rosse aufbäumende Welle allmählich zurück. Noch viele Jahre später wurde von dieser Bewahrung vor dem Tsunami in Epidaurus gesprochen. In der ganzen Gegend erzählten die Mütter ihren Kindern immer wieder von diesem Ereignis, damit auch die Nachwelt darüber erfahren konnte. Bei Hilarion erfüllte sich, worüber der Herr in ähnlicher Weise zu seinen Aposteln gesprochen hatte. Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Hilarion zweifelte nicht. Er wusste, die Welle, die hoch wie ein Berg auf ihn zukam, wird nicht über ihn hinwegschlagen können. Er kannte Jesus Christus und deshalb auch die Kraft Gottes. Durch Glauben brachte er das sich türmende Wasser vor seinen Füßen zum Stillstand und sogar zum Zurückweichen. Ob nun der Berg durch Glauben ins Meer geworfen wird oder das Meer durch Glauben mit seinem ungeheuren Wellenberg zu Stein erstarrt und sanft nach hinten wieder ins Meer abfließt, macht in Bezug zu dem Wort Jesu keinen Unterschied. Hilarion glaubte Gott. Deshalb stellte er sich gegen den Wellenberg, und Gottes Wunder wurde offenbar. Die Flut konnte nicht anders, als zurückzuweichen. In ganz Epidaurus wunderte man sich über eine solche Hilfe, und auch in Salonae, dem heutigen Split, wurde die durch den Heiligen gewirkte Machttat Gottes zum Tagesgespräch. Nachdem Hilarion bemerkt hatte, wie berühmt er über Nacht in Dalmatien geworden war, machte er sich heimlich in einem kleinen Boot mit seinen Jüngern davon. Menschenehre war ihm zuwider. Er hielt es nicht aus, wenn ihm zugerechnet wurde, was letztlich Gott getan hatte. Nach 2 Tagen auf See stießen sie auf ein Frachtschiff, mit welchem sie Richtung Zypern weiterfuhren. Dieses Lastschiff war noch nicht lange unterwegs, als es zwischen dem Vorgebirge von Malé und der Insel Cythera von Seeräubern angegriffen wurde. Die Flotte der Piraten bestand aus Schiffen mit Ruderstangen, die keine Segel besaßen. Mit 2 nicht gerade kleinen Kaperschiffen kamen sie ihnen entgegen. Zudem stürmten plötzlich noch von beiden Seiten die Wellen auf den Frachter zu, so dass alle seine Ruderer zu zagen, zittern und weinen begannen. Alles ging durcheinander. Die einen liefen aufgeregt umher, die anderen brachten ihre Ruderstangen in Bereitschaft, um die Seeräuber damit abzuwehren. Alle aber riefen um die Wette: Da kommen Piraten. Als hätte nicht ein Bote genügt, um es dem Mann Gottes mitzuteilen. Auch Hilarions Jünger stimmten in das Rufen um Hilfe mit ein. Als der ehrwürdige Greis nun in die Ferne blickte, sah auch er die Kaperschiffe der Piraten kommen. Voller Gottvertrauen sprach Hilarion lächelnd zu seinen Schülern: Ihr Kleingläubigen, warum fürchtet ihr euch? Sind die Seeräuber denn zahlreicher als Pharaos Heer? Alle aus dessen Heer sind, weil Gott es so wollte, ertrunken. In dieser Weise redete er noch zu ihnen, als die feindlichen Schiffe drohend mit ihren schaumbedeckten Schnäbeln kaum noch einen Steinwurf von ihrem Lastschiff entfernt waren. Da trat Hilarion an den Bug des Schiffes, streckte seine Hand den sich nahenden Piraten entgegen und sprach: Bis hierher seid ihr gekommen, das genügt. Eigenartig, was dann passierte. Die Kaperschiffe prallten sofort zurück, obwohl die Ruder in entgegengesetzter Richtung arbeiteten, trieben die Piratenschiffe doch rückwärts. Hierüber
waren die Seeräuber äußerst erstaunt und versuchten nun mit aller Gewalt zum Frachtschiff zu gelangen. Sie wollten ihre Beute nicht entkommen lassen. Doch viel schneller, als sie vorgerückt waren, wurden sie an das Land zurückgetrieben. Als Hilarion mit dem Frachtschiff glücklich die Kykladen im Ägäischen Meer durchquerte, hörte er hier und dort aus Städten und Dörfern Gekreische von Menschen, die an den Stränden zusammenliefen. Es waren die Äußerungen unreiner Geister, die sich voller Wut durch die Bewohner gegen Hilarion richteten. Die von dem Mann Gottes ausgehende, weit über das Schiff hinaus reichende Gegenwart Jesu Christi hatte sie aufgeschreckt. Wütend über die Atmosphäre des Heiligen Geistes riefen sie Hilarion viele unreine Worte entgegen. Dabei wähnten sie sich am Ufer in Sicherheit. Der Glaubensmann ging in Paphos an Land. Es war die Stadt auf Zypern, welche Dichter mit ihren Liedern besungen hatten. Doch weil Paphos oft von Erdbeben heimgesucht worden war, lebten dort nicht mehr viele Menschen. Als Hilarion in diesen Ort kam, konnte man nur noch durch ein paar Ruinen die einstige Herrlichkeit dieser Stadt erkennen. Hilarion ließ sich ungefähr 3 Kilometer von der Stadt entfernt in den Trümmern eines Götzentempels nieder. Es gefiel ihm, an solchen Orten durch Gebet eine freie Atmosphäre hervorzubringen. Der Mann Gottes befand sich in großer freudiger Erwartung, denn er stellte sich vor, dort für einige Zeit in Ruhe leben zu können. Aber es waren noch nicht 20 Tage vergangen, da schrien die von Dämonen geplagten Insulaner laut: Hilarion, der Diener Christi, ist gekommen. Zu ihm müssen wir eilen. Diese Freudenrufe kamen besonders aus Salamis, Curium, Lapetus und den anderen Städten. Sie hatten von dem Wundertäter gehört und glaubten, er sei ein wahrer Diener Gottes. Allerdings blieb ihnen sein Aufenthaltsort 30 Tage lang verborgen. Sie konnten ihn nicht finden. Es war, als verwehrte ihnen eine unsichtbare Hand, ihn aufzusuchen. Gott verbarg Hilarion eine Zeit lang, damit er sich an ihm erfreuen konnte. Dann jedoch war der Weg zu ihm frei. Ungefähr 200 Personen, Männer wie Frauen, gelangten zu ihm. Als Hilarion sie kommen sah, wurde er unwillig. Konnte man ihn nicht in Ruhe lassen? Gewissermaßen, um sich am Teufel zu rächen, betete er für sie mit solcher Leidenschaft, dass einige sofort, andere nach 2 oder 3 Tagen, alle aber im Verlauf einer Woche befreit und geheilt wurden. 2 Jahre lang lebte Hilarion in der Nähe von Paphos. In dieser Zeit hatte er stets das Verlangen, sich von dort davonzumachen. Während seines Aufenthaltes schickte er Hesychius nach Palästina, um die Brüder grüßen zu lassen. Auch sollte er herausfinden, in welchem Zustand sich das Kloster befände. Im Frühling erwartete Hilarion seinen Schüler zurück. Als Hesychius sich wieder bei ihm eingefunden hatte, teilte er seinem Meister die traurige Nachricht mit, das Kloster sei unter der Verfolgung zerstört worden. Nun wünschte Hilarion, nach Ägypten zu segeln. Er begehrte, in die Gegend, die Buzolia genannt wurde, zu gehen und sich dort eine Heimstatt aufzubauen. Dieser Ort war ihm besonders genehm, weil sich in diesem Landesteil keine Christen aufhielten, sondern nur ein barbarisches, wildes Volk lebte. Hesychius riet seinem Meister jedoch davon ab. Er gab ihm den Rat, lieber auf der Insel zu bleiben und auf einen Berg zu steigen, um dort an einem einsamen Ort zu verweilen. Auch damit war Hilarion einverstanden.
Nachdem sein liebster Schüler einen solchen Platz in einem abgelegenen, rauen Gebirge, ungefähr 20 Kilometer vom Meer entfernt, nach langem Suchen gefunden hatte, ließ er sich dorthin führen. Nur mit Mühe und Not, immer wieder auf Händen und Füßen kriechend, gelangten sie auf den Berg. Hilarion war erstaunt über die wilde und öde Gegend, die rundherum von Bäumen umsäumt war. Wasser rieselte vom Gipfel des Berges herab. Auch gab es in der Nähe einen schon etwas verwilderten Garten mit vielen Obstbäumen. Von denen wurde Hilarion jedoch aufgrund seines enthaltsamen Lebensstils niemals Früchte essen. Außerdem waren da noch die Überreste eines uralten Tempels, aus welchen sie Tag und Nacht die Stimmen vieler Dämonen vernahmen. Man hätte meinen können, es sei ein ganzes Heer, derart gewaltig war das Stimmgewirr. Hilarion bereitete es große Freude, Erzfeinde in seiner Nähe zu wissen. 5 Jahre lang blieb er an diesem Ort. Von Zeit zu Zeit besuchte ihn Hesychius. Obwohl Hilarion nun schon sehr alt war, lebte er hier wieder neu auf. Er war allein mit Gott und hörte nun nichts anderes als die Stimme Gottes. Er sah in den Himmel und lebte in dem, was der Heilige Geist ihm offenbarte. Selten kam ein Mensch auf diesen Berg, denn er war schwer zu erklimmen. Der Weg nach oben war unwirtlich und fast unzugänglich. Aber auch wegen der Menge der Schatten, in Anführungsstrichen, wie der Volksmund sagte, also wegen des Tempels und den sich in ihm aufhaltenden Dämonen, wagte es nur ab und zu jemand auf den Berg zu steigen. Eines Tages, als Hilarion mit Hesychius, der wieder einmal bei ihm war, den Garten verließ, sah er vor dem Eingang einen am ganzen Körper gelähmten Mann liegen. Verwundert fragte er seinen Jünger, wer dieser Mann sei und wer ihn dorthin gelegt habe. Worauf dieser antwortete, es handele sich um den Verwalter des Landgutes, zu dessen Anwesen auch dieser Garten gehöre, in dem sie wohnten. Da fing Hilarion an zu weinen, streckte dem am Boden liegenden seine Hand entgegen und sprach: Im Namen unseres Herrn Jesus Christus sage ich dir, steh auf und wandle. Er hatte die Worte noch nicht ganz ausgesprochen, da erstarkten die Glieder des Gelähmten derart schnell, dass er ohne Probleme sogleich aufstehen konnte. Schon kurze Zeit, nachdem der Gelähmte durch Hilarion geheilt worden war und sich das Wunder herumgesprochen hatte, machten sich die Notleidenden auf, um seine Hilfe zu erfahren. Sie ließen sich von nichts und niemanden aufhalten, auch nicht von den Reisebeschwerlichkeiten oder dem Spuk, der Gerüchten zufolge in der Tempelruine vor sich ging. Die Bewohner in den umliegenden Ansiedlungen hatten davon gehört, der Mann Gottes würde nicht lange an einem Ort verweilen. Da sie ihn in ihrer Gegend behalten wollten, war es ihre Hauptsorge, Hilarions Aufbruch zu verhindern. Sie verstanden nicht, aus welchen Motiven der Wundertäter Christi seinen Aufenthaltsort ständig wechselte. Sie konnten nicht erfassen, dass er dies nicht etwa aus Pflichtversäumnis oder wie ein launenhafter Jugendlicher tat, sondern allein aus der Abscheu vor Verehrung seiner Person und den damit verbundenen Aufdringlichkeiten. In Hilarion war stets der Wunsch nach einem ruhigen und verborgenen Leben mit Jesus Christus und dem Vater lebendig. Gemeinschaft mit Gott war für ihn das Wichtigste. Als Hilarion sich im 80. Lebensjahr befand, schrieb er Hesychius eigenhändig einen Brief mit seinem Testament. Sein Diener Sasanus war gerade verstorben und Hesychius nicht anwesend. In diesem Brief machte er geltend
sein treuer Jünger Hesychius solle alle seine Besitztümer, die Evangelienhandschrift, die sackartige Tunika, die Kukula und seinen Mantel erhalten. Kukula ist eine Kapuze. Er schrieb sein Testament, weil ihm bekannt war, dass er bald seinen sterblichen Körper verlassen würde. Schon länger litt er an einer Krankheit, die ihn mehr und mehr schwächte. Während dieser Zeit kamen viele Gottesfürchtige aus Paphos zu ihm. Sie hatten davon Kenntnis erhalten, Hilarion habe sich dahingehend geäußert, seinen Körper bald zu verlassen, um von dessen fleischlichen Fesseln befreit zu werden und zum Herrn Jesus zu gehen. Vor seinem Tod besuchte ihn auch Constantia noch einmal, eine Frau, deren Tochter und Schwiegersohn er durch die Salbung mit Öl vom Tod gerettet hatte. Hilarion flehte alle seine Besucher an, seinen toten Körper keinen Augenblick über der Erde zu lassen. Sie sollten ihn sofort im Garten bestatten, da er nicht wollte, dass sein Leichnam zum Ausstellungsstück einer Kirche würde. Von Tag zu Tag wurde Hilarion kraftloser. Er fühlte nur noch mäßige Wärme in seinem Körper. Außer seinem lebendigen Geist zeugte nichts mehr vom Leben in ihm. Trotz der wunderbaren Gemeinschaft, die er all die Jahre mit seinem Gott gehabt hatte, war er am Tage seines Abscheidens verzagt. Mit geöffneten Augen sprach er zu seiner Seele: Fahre hinaus aus dem Körper, was fürchtest du dich? Fahre hinaus, meine Seele, warum trägst du Bedenken? Beinahe 70 Jahre hast du Christus gedient und du fürchtest den Tod? Nachdem er diese Worte gesagt hatte, legte sich eine tiefe Ruhe auf sein Angesicht und er machte seinen letzten Atemzug. Hilarion entschlief im Herrn Jesus, indem Gott, der ihn schon früh berufen und zu ihm gesagt hatte, du bist mein. Sofort, nachdem Hilarions Seele seinen Körper verlassen hatte, wurde der Leichnam von den Anwesenden in die Erde gebettet. Die Nachricht über die Bestattung des Mannes Gottes verbreitete sich mit Windeseile in Stadt und Land. Nachdem der gottesfürchtige Hesychius vom Tod seines Lehrers Kenntnis bekommen hatte, reiste er sofort nach Zypern. Dort gab er vor, im Garten seines Meisters wohnen zu wollen. Er wollte die in der Umgebung wohnenden argwöhnischen Menschen mit seiner Anwesenheit beruhigen und eine sorgfältige Bewachung des Grabes des Hilarions vereiteln. Unter großer Lebensgefahr gelang es ihm, nach ungefähr 10 Monaten den Leichnam seines geliebten geistlichen Vaters wegzuschaffen. Hesychius brachte die sterbliche Hülle seines Meisters nach Majuma, dorthin, wo Hilarion in sehr jungen Jahren in die Einöde gegangen war und später die Mönchssiedlung aufgebaut hatte. Unter dem Ehrengeleit aller Mönche und der Menschenmassen, die aus den Städten herbeigeströmt kamen, wurde er an dieser Stelle beigesetzt. Hilarions Bekleidung, welche er bei seinem Tod trug, war noch immer unversehrt, ebenso sein ganzer Körper. Dieser machte sogar den Eindruck, als ob noch Leben in ihm wäre. Es ging ein solcher Wohlgeruch von dem Leichnam aus, dass man hätte denken können, er sei mit gut riechenden Salben einbalsamiert worden. Als Constantia hörte, der Leichnam Hilarions sei nach Palästina gebracht worden, fiel sie zu Boden und verstarb. Solch eine innige Verbundenheit hatte sie für den Mann Gottes empfunden. Zuvor war sie jede Nacht am Grab des Heiligen gewesen und hatte sich mit ihm unterhalten, als sei er zugegen gewesen. Sie hoffte, er würde ihre Gebete unterstützen.
Noch zu der Zeit, als Hieronymus die Geschichte des Hilarion aufzeichnete, in Klammern, Hieronymus skizzierte das Leben Hilarions in den Jahren 386 bis 390, etwa 15 Jahre nach dessen Tod im Jahr 371. Also noch zu der Zeit, als Hieronymus die Geschichte des Hilarion aufzeichnete, stritten die Zyprer mit den Einwohnern Palästinas wegen des Leichnams des Wundertäters. Auf Zypern behauptete man, seinen Geist und in Palästina seinen Körper zu besitzen. Doch trotz des Interessenkampfes geschahen an beiden Orten täglich große Wunder. Die größere Anzahl allerdings ereignete sich in dem Garten auf Zypern. Dort hatte sich der außergewöhnliche Mann Gottes zuletzt am liebsten aufgehalten.